Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Call of Duty World War II. Wir wollen in dieser Folge die Mission Der Rhein spielen. Das spielt am 7. März 1945. Ich wäre so gern bei Hazel, wenn unser Baby kommt. Aber ich muss Pearson überzeugen, mich wieder aufzunehmen. Ich tue das, um Sussman zu finden, weil er dasselbe für mich tun würde. Falls ich nicht nach Hause komme, hab ein Auge auf sie, Paul. März 1945, in der Nähe von Remagen. Was wird das denn? Nach was sieht's aus? Selbstmord. Geh da lieber nicht rein. Pearson hat einen im Tee. Danke für die Warnung. Soll das ein gottverdammter Scherz sein? Ich suche weiter nach Sussman. Holen Sie sich beim Kaplan aus. Ich kann nur Leute brauchen, die Befehlen folgen. Und Ihre Befehle, als Sie sich weigerten, Ihre Leute zurückzulassen in Kasserin? Was haben Sie da gesagt? Die Wahrheit. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Davis hat's mir gesagt. Es war nicht Ihre Schuld. Sie wollten das Richtige tun für Ihr Platoon. Los, raus! In die Fresse. Los, raus! Ich bleibe, wo ich bin. Ich sagte raus! Gott verdammt! Mein Befehl war es, zurückzufallen. Doch ich hielt mich für schlauer. Ich sagte den Männern, dass wir den Pass halten, bis die Verstärkung kommt. Doch die kam nie an. Sie kam nie an. Sie haben wohl recht. Ich trage diese Schuld. Jetzt raus. Nicht ohne mein Platoon. Sie halten sich für mutig, ja? Machen Sie mal den Job Tag ein und Tag aus, während Ihre Leute krepieren. Turner hätte niemals so aufgegeben. Turner ist tot! Sein Tod soll Wert haben! Kein Opfer zu groß! Sie wissen nicht, wie es ist, Opfer zu bringen! Und was ist das? Entlassungspapiere, ausgestellt von Davis. Ich könnte heim. Ich könnte zu Hause sein. Als Held gefeiert. Und bei meinem Mädchen. Scheiße. Mit einer Medaille. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie sind wohl verrückt. Verrückt ist gar kein Ausdruck. Meinetwegen. Sergeant? Jetzt folgen Sie mir, verdammt. Entweder jetzt oder niemals. Gehen Sie mir aus dem Weg. Dann sind hier alle da. Nein, einer fehlt. Holen wir unseren Freund zurück. Ja, Corporal. Falls Sussman lebt, dann hinter der Brücke. Wir müssen sie einnehmen. Okay, das ist sie. Die letzte Brücke über den Rhein. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir mittendrin. Wir jagen sie hoch. Alles oder nichts. Das ist jetzt das Finale. Okay, da los, mir nach. Sichern wir den Brückenzugang. Ja, Sergeant. Kommt jetzt! Hey! Sie dürfen Ihre zweite Chance nicht vermasseln! Das werde ich nicht. Kommen Sie!
Ja, wir wurden ehrenhaft entlassen. Jetzt sitzen wir hier wieder. Weil wir natürlich ein amerikanischer Held sind. Propaganda 5000. Aua! Gut. So, kurz laufen. Ja, die Brücke von Remagen habe ich sogar den Film. Aus den 60ern ist der, glaube ich. Wir laden mal nach. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, dass sogar dennoch... Oh. Sogar noch V2-Raketen Richtung Brücke abgefeuert wurden. Aber so genau waren die denn wohl doch nicht. Das ist ein kleines Ziel. Oder die V1, die alte noch? Keine Ahnung. Irgendwas eine von beiden. Um die Brücke zu zerstören. Hat aber nicht ganz hingehauen. So, was haben wir denn noch für ein Gewehr hier? Ui, die Barr! Was da? Der ist weggeflogen. Na, da ist ein Karabiner besser. Zier Bursche da hinten. So, wo sollen wir hin? Hier ist ein Panzer. Mal hinter dem Panzer. Warum ist das hier schwarz-weiß, Leute? MG42. Immer schön hinterm Panzer bleiben. Die, gerade die Ami-Panzer, die Shermans, die Plastikpanzer, die waren ja sowieso als Infanterieunterstützung gedacht. Was? Panzerschreck? Au! Wir hätten hier irgendwas. Die werfen mit irgendwas? So, wo soll ich hin? Da muss ich nur hin. Sperrfeuer! Aua. Deutsche hinter den Sandsäcken! Hinter den Sandsäcken. Ja. Treffer. Ich glaube, wir packen mal das Barr weg. Nimm mal das Ding. Schöne Sturmgewehr 44. Oh, Treffer. So, geh hier rein! Neben dem Karren! Feuer an! Heute gibt's Steaks! Auf der Treppe. Wollen wir hier wieder gucken wegen Erinnerungsstücke? Nee, ne? Scheiß drauf. Oder? Verbandskasten wäre nicht schlecht. Und die Sonne haut auf meinen Monitor. Was ist das denn für ein Kack? Okay, hier ist nix. So, Feuer ist auch aus. Fritz, zeig deinen Kopf. Oh, Deckung weggeschossen. So, hier kriegen wir Munition. Sehr schön, Verbandskasten. So. Ja, die Brücke von Remagen. In irgendeinem Call of Duty Spiel war das, glaube ich, auch schon mal. Da haben wir das auch schon mal gespielt. Ich glaube, das war das letzte Call of Duty, das ich gespielt hatte auf Nintendo GameCube. Oder war das sogar Nintendo 64? Nicht, ich glaube GameCube. Ich glaube, das war GameCube. Da war auch Aachen.
Und Remagen. Hier haben wir auch Aachen und Remagen. Könnte ein Remake sein. Oh. Werfe eine Granate! Schaden! Ja, Leute. So macht man das nicht, ne? Meine Güte. Kann man nur so blöd sein? Also in Wirklichkeit wäre ich natürlich nicht so blöd, ne? Ich werde mir irgendwann demnächst mal Recoil holen. Das ist Lasertag. Das sind aber nicht so eine Spielzeugdinger für Kinder. Das ist dann so eine Puppe. Ein bisschen schon was für Erwachsene mit Handy-App und so. Also man macht Handy denn an den Markierer. Das ist denn schon ganz cool. Wollen wir irgendwann mal ausprobieren. Ist aber teuer. Gibt es bisher nicht in Deutschland, muss man in den USA bestellen. Das ist blöd. So, jetzt wollen wir es besser machen, oder was? Den hätte ich gefangen nehmen können, glaube ich. Treffen Sie sich mit Pearson. Scheiß auf den Führer, ja. Der Führer hat euer Land zugrunde gerichtet, mein Jungs. Wollen wir eine Bazooka mitnehmen? Panzer. Schreck ist das. MG42. Granaten und Rauch, hier drüben. Ja, was machen wir denn hier jetzt? Ich glaube, wir nehmen das Gewehr mit, ist besser für ihre Entfernung. Und dann nehmen wir. Packen wir das schöne Sturmgewehr 44 weg. Man weiß ja nie. Hey Daniels, ich hab Rauch und Granaten! Helft mir! Zu mir! Helft mir! Wir rücken zur Brücke vor! So. Amerikaner, ich flehe euch an! Den Gefangenen? Sprengen die Brücke. Wir müssen sie stoppen. Was wissen wir? Die fahren schweres Geschütz auf. Verschafft uns Zeit. Wir kümmern uns um die Ladungen. Okay, ich gehe voraus. Daniels und Stiles geben den Pionieren Deckung. Bereit? Bereit. Na los, gehen wir. Ihr zwei, entschärft die Sprengsätze unter dem Mauerwerk. Die Krautfresser fallen zurück. Unten und wachsam bleiben. Zu Befehl. Da geht's runter. So, mal schießen. Feuer! Ups, ich hab Pearson getroffen. Na, das hält er aus. Granate! So. Was? So. Mann, bin ich ein Held, wa? So, was haben wir hier Schönes? Danke. Da macht das Kravüm. Kann man hier rüber? Nee. Oder? Und hier war doch was. Treffer. Ach, ich kann hier sogar auch die Luft anhalten. Das sagen sie mir jetzt kurz vor Ende des Krieges, oder was? Sperrfeuermänner! Ich bin amerikanischer Held hier! Hey. Die Brücke hoch!
Na toll. Aufstehen und deutsche Wertarbeit hier, wir also haben so geht nicht Job kaputt. Aber sie fällt zusammen! Alle okay. Hey! Markieren wir Ziele für Mörser! Hört mal! Flugzeuge! Stukas! Ja, so wollen sie die mit allen Mitteln kaputt machen. Oh, die hatten so zum Ende des Krieges immer noch eine halbwegs intakte Luftwaffe oder was? Obwohl die Lufthoheit ja schon für den Arsch war. Wo ist das? So, da hockt noch einer. Oh. Ich dachte, ich triff seinen Kopf. Oh. Ja, Junge, wer hat schlechteres Aim oder was hier? Rücken! Wo ist der denn, der Mörsermann? So, Mörser! Okay, sollte hingehauen haben. Linke Seite. Oh. So, keine Füße mehr. Hier brennt es. Kriegt eine Granate oder was? Hier, wir brauchen noch ein bisschen Nebel. Werfe rauf, Granate! Werfe rauf! So. Vorrücken! What? Also wenn man nicht aufpasst, kriegt man mal eben einen Headshot oder was? Ich dachte, ich hatte volle Energie. Falsch gedacht. Wir müssen ratten. Da kann ich keinen Rauch hinmachen oder was? Fällt immer runter. So. Was? Rauchmesser oder Krautfresser? Ein Pflaster nehmen. Das ist ein Deutscher! Nachladen! Wir sind bald drüben! Ich habe keine Munition mehr! Heiliger Bimbam. Fliegt ein Reif durch die Gegend. Leute, ich habe keine Munition. Hab keine Muni. Ja, ich brauche nur Munition. Immer das Ding. Haben wir noch ein bisschen Munition für. Jawohl. Was war hier? Achso. Rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Das ist Munition. Da war ein Sniper.
auch für dich, Daniel. Schöne Uniform. Muss man ganz ehrlich sagen. Alle bereit, Sache! Scheiße. So. Keinen erwischt. Werfe Granate! Nur angehittet oder was? Was? Oh, ich dachte gerade, da fehlt ein bisschen was vom Körper. Gehen wir jetzt hoch. Was, wo? Neu erwischt. Die haben wir erwischt. Nicht aufgeben! Das MG, hat das MG geglüht? Von Offizier! Das waren alle! Treffen Sie sich mit Pearson! Das war ein Offizier. MP40 nehmen wir mit. Oh, hier können wir. Nee. Können wir hier nicht snipen? Ich will snipen! Das ist auch noch überall welche. Treffer! Treffer! Macht Spaß! Ah, die kommen immer neu. Ja, die kommen immer neu, aber hat Spaß gemacht. So, dann gehen wir mal runter. Noch ein bisschen Munition für ihre MP mit. So. Die Flieger werden die Brücke zerstören. Wir müssen diese Flaks einnehmen. Zu Befehl. Daniel, schau! Bewegung, los! Raus, 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 raus! Rauch und Sperrfeuer, sofort! Schärfe eine Granate! Rauch hier, meine Vision! Na los! Keine Rauchgranaten mehr? Wohin? Ich hab Angst! Werfe eine Granate! Was ist das denn? Wo komm ich denn da hin? Ach. Oh. Nee, da geht's nicht lang. So. Los, Chef, lauf! Ach, hier geht's. Aua! Nachladen! Oh! Haben die Masken, Gasmasken auf? Nachladen! Was? Wo ist die Luftabwehrkanone? Oh, Sturmgewehr. Wollen wir jetzt wieder ein Sturmgewehr mitnehmen? Ne, aus MP macht eigentlich mehr Schaden im Multiplayer auf jeden Fall. Glaube ich. Aua! Kacke. Nicht gesehen. Okay, hier geht's nicht lang. Haben wir hier noch was Schönes? Nur Feuer.
Ach, scheiße. Nee. Irgendwie haben wir denn nicht so viel Munition dabei. Müssen wir wieder ein bisschen zurück. Munition einsammeln. Oh, hier ist alles voller Rauch. Da ist ein Flak. Schabernack. Ja. Alte Scheiße. Meine Augen sind auch für den Arsch, ne? Wir können Mörser rufen? Wo sind sie? Wir müssen diese Flak einnehmen. Was los hier? Ich kann hier auch. Ach so, das geht nur, weil ich. Ui. Ah. Beide! Daniels, rüber zu der Luftabwehrkanone! Zu Befehl! Hier oben? Aua! Einen hätte man schon fast kaputt, ne? Da muss man aufpassen. Junge, du hast den falschen Graben ausgesucht. So, wir nehmen nochmal ein Pflaster. Meine Fresse, hast du dich selbst in die Luft gejagt oder was? Du guckst eine halbe Sekunde aus der Deckung und bist schon am Arsch. Die Deutschen, die wissen, wie man schießt. Wir müssen diese Flaks einnehmen. Starte. Yo. Yo, yo. Was ist das? Meine Güte. Heldenmusik darf natürlich nicht fehlen. Daniels, rüber zu der Luftabwehrkanone! Ja, du wirst doch das hier. Munition! So. Hey Junge, ich weiß, dass du hier kommst. Deutsche hinter den Sandsäcken! Wo ist denn der Granaten-Johnny hier? Wo ist denn mein Granaten-Johnny? Was macht der denn da? Da hinten ist der Granaten-Johnny. Ach, scheiß auf Granaten. Wahrscheinlich sollten wir doch welche da reinwerfen. Mach doch mal den Rauch hier weg. Zeig den Kopf, Junge! So. Zu Befehl! Flacki Flack! Die Brücke schützen! Nach links! Zu Befehl! Yeah! Sehr gut! 1 Uhr! Na klar, Junge! Ich komm nicht weiter rüber!
Nimm das! Du packst das, Daniels! Links! What? Nicht, Daniels! Sie haben dich gesehen, Daniels! Er stürzt ab! Oh, Kacke! Erwischt! Weiter feuern! 12 Uhr! Sie kommen! Hast ihn! Daniels, links! Ach du Scheiße. Gescheitert? Du packst das, Daniels! Erwischt! Weiter feuern! 12 Uhr! Wo ist denn 12 Uhr? Da, wo ich gerade hingeguckt habe, oder was? Sie haben dich gesehen, Daniels! Er stürzt ab! Alter, geht die Flakschnecke kaputt. Nach links! Hast ihn! Ich krieg ja so schnell Schaden hier. Scheiße, leergeschossen! Alles klar! Was war das? Die Kavallerie ist da. Unsere Flieger sind hier! Immer wieder typisch. Ohne Flieger sind sie gar nichts, ne? Jetzt greifen sie uns mit allem an, was sie haben. Na toll. Hinlegen! Geh mir aus dem Weg, Junge! Wirf schnell rüber! Fang! Mörser? Nee. Granaten. Das ist Mörser, Johnny. Mörser! Das kesselt! Ist das denn ein Mensch oder ein Baum? Oh, Feuer einstellen! E-Mail nachladen, E-Mail nachladen. Hier nochmal ein bisschen Rauch für uns. MG ausschalten. Werf eine Granate. Was? Hast du gehört oder was hier? Das ist ein Panzer von uns. Feindgesichter, sie kommen raus! Ich will sie abschießen! Waffen runter! Waffen runter! Sie ergeben sich! Schwing ihr fest! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Brücke erobert. Corporal Howard. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist verdammt viel mehr fällig als das. Kommt schon her! Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Als Erste über den Rhein. Was guckst du so, Deutscher? Hat doch den Schwarzen gesehen. Von einem Gefangenenlager in der Nähe. Davis hat angeordnet, auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten. Aber Sie wissen ja, was wir von solchen Befehlen halten. Verstanden, Sergeant. Okay. Unser Platoon hat den ersten Brückenkopf am Rhein errichtet. Jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland. Das heißt, der Krieg wäre so gut wie gewonnen. Nicht für mich. Erst wenn ich das gefunden habe.